Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ja, hallo, Freunde der leichten Unterhaltung hier beim Weibo auf dem Kanal. Heute gibt es wieder FIFA 21 mit dem Weibo und der Jake Sotterbü. Kuckuck. Hallo. Wir haben uns mal kurzfristig zusammengefunden mit der Konfi. In der Konfi. Zum so nächsten Konfi. Spiel. Gegen Lincoln. Abraham? Ja, mit dem Logo. Bestes Logo ever. Ja, wir starten mit Cosgrove, Lane, Arias, McGree, Williams, Kim Yin-Yat, Lom, Aremu, Guardiol, Marquez und Opata. Und den neuen Jugendspieler zeige ich euch auch noch, den wir bekommen haben. Das ist der Ye Yun-Sin. Mit Stärke 64, aber noch 15, das heißt, mit dem können wir noch nichts machen. Noch nichts anfangen. Aber bald dann. Ja, in einem Jährchen. Ey, Moment mal, dürfen die nicht in England schon mit 15 sogar spielen? Achso. Leider nicht. Ich wollte gerade sagen, in echt aber schon. Okay. Bin ich jetzt ehrlich gesagt auch überfragt, aber möglich. Ja, bei dem von Dortmund würde man auch erwarten. Er ist ja 14 oder irgendwas. Der darf ich schon. Eben gucken, vielleicht rede ich gerade auch Müll, aber ich. Der Mukoku oder wie er heißt. Ja, da mussten sie erwarten, bis der 16 ist. Und selbst das kauft ihm keiner ab. Wir zumindest nicht, nein. Andere schon. Und der Banega, der wollte von RB Salzburg, wurde er kontaktiert und da ja. Haben wir jetzt mal gesagt, ja passt, mach mal. Haben wir mal angenommen, die Leihe zum Kauf, eine Kurzleihe. Mal gucken. Interessant halt. Den Regeln des Fußballverbands FA in England zufolge liegt das Mindestalter für einen Vertrag mit einem Fußballclub bei 15 Jahren. Vorausgesetzt, der betreffende Jugendliche unterliegt nicht mehr der Vollzeitschulpflicht. Hm. Wieder was gelernt. Dankeschön, Tick. Gerne. Vielleicht unterliegt dein Spieler ja noch der Vollzeitschulpflicht. Ist auch die Schulbank drüge. Genau, dann Jugendstab. Ich habe mir einen neuen Spanier gegönnt hier. Der ist ziemlich gut mit 4 Sterne Erfahrung und 3 Sterne Einschätzung und einen neuen Engländer mit 3 und 3 Sternen. Boah, jetzt bin ich blank. Ich habe kein Geld mehr. Aber da könnten einige coole Jugendspieler rumkommen wieder. Geil. Gut, dann schauen wir mal rein. Ja, Valvo und die Jugendspieler. Ja. Yeah. Kennen wir da irgendwen? Scully von Mulder. Hallo Scully. Wurde wieder von Mulder benutzt. Von der alten Mullbinde. Genau, das ist das schon. Hallo! Lang nicht mehr gehört, hä? So, jetzt schauen wir mal, ja, ob wir einen Joker so abkochen geil, können hier mit seinem. Ja. So schon mal nicht. Mich kann man leicht abkochen. Leicht zu benutzen. FIFA mit dem Torhüter, mit dem Abwehren der Schüsse. Beim Voraufwärmen. Der müsste doch schon ausrutschen vor bei den 1000 B. Boah, das war stark. B.E. Ah, geil, der Joker überholt und 1500 Punkte. Yes. Kenny, 46.000, wie geht denn das? Der cheatet. Cheatzilla. Ja. Irgendein Weltklasse-Torhüter drinnen. Mukoku. Yippie! Unsere Auswärtsdressen sind so hässlich.
Das gelb-lila. Dann hol dir doch mal einen Farbeimer und dann... Ja, das geht ja leider nicht. So. Das bin ich, hallo. Also das nicht. Das ist gerade eben. Da ist die Skali. Startaufstellung brauchen wir nicht. Los geht's. In Lincoln Town. Ein ganz normales Tabellenspiel. Was übrigens interessant ist, Red Bull hat mir auch ein Angebot geschickt. Ein Vertragsangebot, wollen mich als Trainer haben. Das heißt, sie haben einen... Wollten einen Spieler haben, dann wollten sie mich als Trainer haben und dann spielen wir noch gegen sie irgendwann. Und wirst du es machen, hä? Mm-mm. Also das mit dem Spieler schon. Aber Trainer bleibe ich schon noch da. Aber du könntest dann in die österreichische Heimat suchen. Ja, genau, bitte nicht. Na, Kim Jin-ja. Kannst du nicht durchsetzen? Jetzt aber brav gut zurückbekommen, wieder verloren. Respekt. Marquez auf Williams. Der haut einen Turbo raus. 100 Spielermarke. 100 Spieler in Charge. Machen wir doch zur Feier des Tages ein Abseitstor. Ne? Hat sogar gezählt, geil. Yippie! Yippie! Arias mit dem 1:0. Geil. Schauen wir uns das nochmal an. Ach, schön weitergeleitet von Lane war's. Nice. Und da geht er rein. Da freut er sich. Jon Arias, Tor Nummer 5. Nicht schlecht. Einer der Transfers vom Sommer. Trans. Nett, Dankeschön für den Pass. Weiß ich sehr zu schätzen. Dafür laufen wir uns über den Haufen, das ist auch super. Grove und Arias. Frühling braucht heute ein bisschen Pause. Da war noch ein bisschen platt. Aber wir haben ja genug Ersatz. Ich glaube. Hofer. Ball weg. Stark rein. Schön gemacht. Gut verteidigt. Williams. Verliert den Ball. Oh mein Gott. Guardiola, was wird das? Abstoß. Ne, Ecke. What? Was? What the fuck? Jetzt aber Abstoß. Oh mein Gott. Aremu passt auf Cosgrove. Nein, jemand Bock in der Mitte. Ja! Boah, Alter, boah, war das krass. Aber geht's noch? Yes, der sitzt. Der hat einen Sitzen.
War wieder Arias hier, nice. Zweite Tor. Stark. Oh yeah. Da sehen wir es nochmal, die tolle Parade vom Torhüter. Und dann auf Nachschuss. Ist er eh nicht drinnen. Dann gab's Nachschlag. Aber hallo. Yippie! Tor in der 36. Minute. 2-0 gegen Lincoln. Wir sind immer noch nur Zweiter in der Tabelle, weil Luton Town einfach null Fehler macht da vorne. Gibt es nur einen Aufstiegsplatz oder würde es reichen? Nee, gibt die zwei. Oder drei mit Relegation. Ah. Aber ist ja noch einiges zu spielen. Schreck nicht an! Gib mir Mühe! Wow. Oh je, das ist vielleicht gelbwürdig, eventuell. Da wird der Aremu kassieren. Marquez, ja, das war eindeutig eine gelbe Karte. Den hat er eiskalt umgesenzt. Aber soll nichts Schlimmeres passieren. Halbzeit. Halbzeit Bier. Oh. Um 4. Alle fangen aus der Dragoni. Halbzeit, ihr Säcke. Ohne Wechsel geht's weiter. Williams auf Marquez. Marquez verliert den Ball. Ja, so war das nicht geplant. Probier's gleich nochmal. Es verliert auch Lana dabei, okay. Oh mein Gott, oh schön, Obata. Das war gut. Dankeschön. Gemacht von Lincoln. Und Obata. Gut, 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 gut. Alles easy. Und Lom, Tricks da unten. Schöne Sache. Cosgrove. Dann packt er den Hammer aus. Schade. Ecke. Wer schießt die Ecke diesmal? Williams. Aber der Cosgrove, der kommt doch ran. Aber wird nichts draus. Schade. Guter Versuch. Schauen wir mal. Wen hätten wir denn zum Wechseln zur Verfügung? Der Kim ist nicht besonders fit. Marquez, Vladimirescu, machen wir das vielleicht? Scroll für Ehari, dann kriegt er auch mal ein bisschen Spielzeit. Und wem geben wir noch Spielzeit? Bayram. Genug. Bingo. Der 2-Meter-Mann in der Abwehr, der braucht wirklich nur aufrecht stehen und kriegt jeden Kopfball. Brauche nicht mal springen. Ja. Oh mein Gott. Der Abschlag war ja nicht so geil vom Torhüter. Vielleicht hätte ich da doch ein bisschen mehr achten sollen auf die Abschlagwerte.
dachte auch, das ist der unnötigste Wert. Das eigentlich auch. Arelane. Doch. Ja, ne? Es ist mitunter der unnötigste Wert. Ja, weil theoretisch kannst du die Abschläge ja selber. Also die machst du ja selber im Prinzip. Mhm. Von daher ist es schon wichtiger, glaube ich, dass da die. Dass du da gute Reflexe und Stellungsspiel und all sowas hast. Wie findest du Fußabwehr? Ist es gut oder schlecht? Ja, es kann schon mal wichtig werden. Wenn die da direkt so eins gegen eins sind, ist der Fuß manchmal sogar das Letzte, was er noch dazwischen bringen kann. Gab's das in FIFA 20 auch? Diese Eigenschaft Fußabwehr? Ich weiß ich gar nicht. Ich habe Toyota tatsächlich achte ich gar nicht so sehr auf die einzelnen Werte, weil da habe ich immer so meine Kandidaten. Und boah. Okay. Weil ich weiß nicht, ob das halt positiv oder negativ ist, eine Fußabwehr, weil dann könnte das halt alles mit dem Fuß klären und klärt es halt direkt vielleicht vom nächsten Angreifer. Weißt du, dass der halt dann wieder hinkommt, statt dass er fangt? Ach so. Naja. Kommt drauf an, wie oft das dann nutzt, weil die Fußabwehr an sich ist ja, glaube ich, generell eher was, wo er sich dann zwischenschmeißt, so im letzten Moment. Ja, ich meine, wäre cool, bevor man ein Tor kassieren, dass es mit dem Fuß abwehrt. Aber wenn halt alles mit dem Fuß abwehrt, ist halt scheiße. Ja, aber das glaube ich nicht, dass er das macht. Okay. Gibt ja auch so Eigenschaften, die hinderlich sein können, wie zum Beispiel zurückhaltend bei Flanken. Das will ich dann auch eher nicht nehmen. Na gut, Flanken kannst du bei FIFA 20 genau wie Ecken ziemlich vergessen. Auch wenn es die Gegner schießen? Glaube ich, bei 21 besser. Nur wenn es die Gegner schießen, natürlich schon wieder eher, aber grundsätzlich geht es, glaube ich, bei FIFA 21 besser, dass du da auch über Ecken und Flanken Tore erzielst. Aber der Torhüter hätte nämlich zum Beispiel die Möglichkeit, also die Fähigkeit, zurückhaltend bei Flanken. Das ist halt ein bisschen doof, glaube ich. Wenn die Flanke auf sein Tor kommt, dann ja. Wenn er da steht und nicht weiß, was er machen soll. Ja. Sie nicht traut. Spiel zu Ende. Zwei Tore von Arias. Schöne Sache. 2-0 gewinnen wir. Interview nach dem Spiel, das werden wieder gehaltvolle Fragen werden. Waren sie die bessere Mannschaft? Hätten noch mehr Tore fallen können. Ja, vom Gegner. Tolle Leistung, wir haben es drauf und haben sie jemals am Sieg gezweifelt? Zweifel sind Gift. Genau wie deine Fragen. So. Trainingstag, AAB, ja, sehr schön, das simulieren wir durch. Ausgezeichnet. Und es geht in der Liga gegen Mansfield Town. Auf Platz 10. Und wir sind, yes, jetzt sind wir gleich auf Platz 1, sehr schön. Da hat Luton Town wohl einen Fehler gemacht, sehr schön. Beide 34 Punkte, das ist jetzt die Tabelle, Jake. Nach 13 Spieltagen. Noch früh in der Saison. Ja. Excalibur. Aber besseres Torverhältnis. Beim Valvo. Stimmt, ja. Um einiges besser. Wenig Gegentore erhalten, das ist ganz angenehm.
Schauen wir mal rein. Ach so, ich soll vielleicht noch ein bisschen durchwechseln. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Gut überbewertet. Oh Gott, Sütte ist immer noch Platten. Ja, dann können wir nicht durchwechseln. Dann muss ich der erstmal erholen. Was ist denn los mit dem? Ach, der war auf Nationalspiel. Dingens auf Nationalebene aktiv. Gladbach-Köln wird wahrscheinlich gleich abgepfiffen. Gladbach wird gegen Köln verlieren. Oh no. Hier bringen wir die Denkbrüder rein. Ding, ding, ding. Digi, dang, 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 da, do. So, Hoffmann darf wieder rein. Wir könnten auch unserem Jugendtorhüter mal wieder die Chance geben. Bevor der wieder komplett sauer ist. Hat schon wieder Punkte verloren. Ach, der Kleine, ey. Petersen schon auf 71, auch stark. Kimihinia macht Platz für Koga. Den Cosgrove Lane. Haben wir sonst irgendwo da vorne? Ja. Den Jones. Ja. Machen wir das. Und Lane kriegt Pause. Cosgrove Jones, den Remo. Ja, passt. Perfekt. Passt. Zu speichern und da schon mal rein. Ein Heimspiel. Sweeney, ist der von uns? Eventuell. Da wir so viel gekauft und verkauft haben, weiß ich nicht mehr, ob der jetzt von uns ist oder nicht. Keine Liste, wo du alt notiert hast? Nee. Das machst du ja immer so krass mit den ganzen Ergebnissen, die du dann auch reinschreibst und wer der Torschütze war. Jockel ist wie der alte Zettel-Ewald. Zettel-Jockel. Was ich gemacht habe, ist so halt die aktuelle Spielstärke von allen Leuten und mit wie viel Spielstärke die gekommen sind. Wie teuer die halt gekommen sind, also eher so Transfer-History. Okay. Dann merkt man wieder die unterschiedlichen Aspekte. Thank you. Enjoy the game. The Gamer. Nein, ihr könnt es gerne lostraben, ihr beiden. Na, naja, langsam setzen sie sich in Bewegung. Der Deng und der Jones. Oh, schön gemacht von Petersen. Schön erkämpft den Einwurf. Remo. Okay, schade. Hätte klappen können, aber leider stand da einer von Mansfield im Weg. Hoffmann, der freut sich, dass er wieder mal spielen darf. Yippie! Pedersen. Dreckiges Foul, aber hat nicht geklappt, ne? Danke, Williams. Und schön gemacht, wunderschön gemacht, Ricky J. Jones. Den hat mir der Jake hat den auch empfohlen, oder? Den Ricky J. Jones. Mhm. Ja. Aber ich glaube, da hast du den schon. Mhm. Ist ja bei sämtlichen Listen mit dabei.
Schönes Tor. Schön gegen die Laufrichtung vom Keeper. Schöne Vorlage auch gegeben von Williams war es, glaube ich. Nice. Ricky J. Jones, Tor Nummer 5. Mal ein bisschen kommen lassen, mal ein bisschen zurückfallen. Jetzt attackieren. Wäre es fast gewesen. Dann können wir Rosa ein bisschen gleich zu Dortmund schicken. Guardiola haut sich den Ball selber in die Fresse, das ist auch immer clever. Novaremo. Cosgrove. Na schade. Kannst du nicht durchtanken. Und das trotz seiner Stärke. Hoffmann auf Deng. Ricky J. Jones. Ricky J. Jones. Deng probiert's, aber scheitert. Schön gemacht von Hoffmann. Gefällt mir heute ganz gut da hinten. Guardiol. Kuga. Darf heute wieder mal links ran. Danke auf Williams. Gelingt es nochmal? Nein, diesmal nicht. Aber Ecke. Ecke, wir suchen uns den 2-Meter-Mann Cosgrove da vorne. Oh je. Der war schön. Schade, Cosgrove. Schöne Vorlage von Deng. Folding ist immer noch auf Länderspielpause. Pedersen. Auf Deng. Ach, schade. Und gleich Halbzeit. Gut gemacht. Dankeschön, Kuga. Knappes 1:0 zur Pause. Aber alle noch fit. Können wir gleich weitermachen. In die zweite Halbzeit rein. Zu Hause. Spiel 14. Dann sollte auch der Transfer durch sein nach dem Spiel. Nach Red Bull Salzburg für den einen Dude. Die Kurzleihe mit Kaufoption. Da haben wir dann geschaut, dass wir auf 2,7, glaube ich, waren es, kommen. Schauen wir mal, ob die das akzeptieren dann. Pedersen, Aremu. Cosgrove, schön auf Deng. Oh je, hat der vertändelt. An sich ein guter Laufweg, aber leider zu stark ins Laufduell gegangen von Deng. Machen wir noch weiter. Brauchen wir noch niemanden auswechseln im Moment. Hat man noch 10 Minuten. Münchner Hauptbahnhof. Genau.
Ecke für Main Street Town. Nein. Kein Scheiß machen. Okay, Stürmer voll, das ist gut. Stürmer voll ist immer gut. Habe ich kein Problem. Gut, wen wechseln wir denn durch? Da haben wir vielleicht den Arias rein. Vorne den Harry. Und Enriquez kriegt auch mal die Chance da auf der rechten Seite. Und weiter geht's. Ein schöner Dreiertausch. Kann man machen, Hofmann. Das nennt man Selbstvertrauen. Schön. Gut verteidigt. Sondern jetzt mal nicht den Ball vertändeln im Mittelfeld. Das wäre ganz nice. Flanke kommt nicht an von Enriquez. Abseits. Ja, so. Gut, probieren wir es nochmal. Und wir bleiben schon wieder hängen im Mittelfeld. Das gibt's ja nicht. Was ist denn heute los? Arbeitsverweigerung. Ja, aber echt. Gut, dass wir schon führen. Oh je. Naja, die stehen aber auch sehr kompakt, muss man auch sagen. Probieren es hauptsächlich übers Zentrum. Jetzt kommen sie mal über die Flanken. Klappt zum Glück nicht. Mega aggressiv. Die wollen unbedingt den Ball. Die wollen unbedingt den Ausgleich schaffen. Kuba. So, mal schauen, geht noch was nach vor? Vielleicht diesmal eine Flanke? Boah, schade. Den konnte er nicht verwerten, der Ricky. Und im Abseits war er auch. Ja, großartig. Die perfekte Kombination. Mein Gott, diese Pässe im Mittelfeld heute. Oi, oi, oi. Da wird er noch gelegt. Unser Ding. Was denken sich die Gegner? Schade. Na egal, ein 1-0, ein Kampfsieg, kein schönes Spiel, aber ausreichend. Mansfield hat sich nicht schlecht geschlagen. Interview nach dem Spiel. War aber ganz schön knapp, hätte ja auch besser sein können, eh? Ich spiele so selber, Mann. Ja. Diese Postfloskeln hier. Kannst du mir hören? Hören Sie sich selber mal zu.
Es war ein schweres Spiel. Nein, überhaupt nicht. So. Überhaupt nicht. Ja, so, jetzt ist der eine Spieler ausgeliehen nach Salzburg. Und rat mal, was unser übernächstes Spiel ist. Ich weiß es. Dynamo Dresden. Genau. Das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge gemeinsam mit Blackpool. Auch so ein Traditionsclub, der da jetzt in Liga One rumhampelt. Oh, wo sind eigentlich die Blackburn Rovers mittlerweile? Im Spiel meinst du es bei mir? Nicht in meiner Liga. Ja, nee, ich meinte eigentlich jetzt so generell. Später drüber Liga fällt auf. Die jetzt auch getippt. Google mal. Irgendein Verein war ja ganz weit unten, den man in den 90er, 2000er noch erkannte. Blackburn Rovers spielt in der EFL Championship. Okay, zweite. Das ist die zweithöchste. Die Frage ist nur... Ja, ich meine, Hull City und Wigan zum Beispiel sind ziemlich scheiße in unserer Liga. Die kennt man. Blackburn ist da auf der 8. Hull City? Ja. Hull City spielt in der EFL League One. Das wird doch wahrscheinlich die dritte sein. Das kommt dann hin. Wer hast du denn noch gesagt? Wigan. Ach, Wigan, ja. Die spielen auch in der EFL League One. Okay. Dann sind die weder auf noch abgestiegen. Okay. Portsmouth spielt ja auch da. Ja. Die waren auch mal besser. Da ist doch der damals im ersten 2000er Jahrzehnt waren die doch auch noch in der Premier League, oder? Mit dem David James als im Tor. Der war doch, glaube ich, bei der WM 2010 sogar noch Nummer 1 Torhüter. Wer war das nochmal? Von England. Ach, die Flasche. Ja, Flaschen hatten die viele, aber der war damals schon recht alt, wo er überhaupt erst Nummer 1 Torhüter geworden ist. Echt? Das war bei Portsmouth? Ja, okay. 2006 bis 2010 war er. Okay, krass. Und er war... Dann waren die das bessere Team, weil die sind ja... verfeindet mit Southampton. Und da war Southampton noch weiter unten. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Wolfmus ist in den letzten Jahren. Kannst du mal sehen? Gegen die habe ich auf jeden Fall letztes Jahr zweimal gespielt. Ich glaube, in Cups war es. Die haben gespielt von 2003 bis 2012, nee, bis 2010 in der Premier League. Und dann 10, 11 und 11, 12 in der Championship. Dann sind sie irgendwie direkt runter in die League 2. Also da fehlt auch irgendwie ein Jahr, nee, da fehlen zwei Jahre zwischen, keine Ahnung. Irgendwie 14, 15 wird dann angezeigt, League 2, weiß nicht, ob die irgendwie runtergeschmissen wurden, Lizenzentzug oder so. Und seit 2017, 18 sind sie wieder in der League 1, also in der dritten Liga. Was haben die für ein Stadion? Wie groß? Der Fratton Park mit 20.688 Plätzen. Okay, ja, nicht so schlecht. Da müssten sie eigentlich auf jeden Fall Championship spielen. Mal gucken hier, was ist denn mit denen passiert in der Saison? Aber sie hatten 12, 13 in Mannschaft, also sind die da wohl irgendwie abgeschmiert. Haben sie Sunderland nachgemacht? Oder vorgemacht eher? Na gut, dann mache ich da mal den Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gegen Blackpool und dann gegen RB Salzburg in der Euroleague. Danke fürs Zuschauen, danke der Jake und den Joko fürs Dabeisein. Danke auch. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Niederwurge.